Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Blur-Device, ein weiteres Delay-Device, mit dem man sich den Kammfilter-Effekt zunutze machen kann. Wie das Device konfiguriert wird, wie es aussieht und was das alles ist, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier das Blur-Device. Ich würde vorschlagen, wir gehen da einfach erstmal so komplett durch, was wir hier sehen, bevor ich dann etwas mehr zu dem Device erkläre an sich. So, also es geht los. Wir haben hier den einen Ausschalter, dann gibt es hier wieder so ein paar Presets, die man sich durchhören kann. Dann der Name des Devices, das man hier im Inspector auch ändern kann. Dann gibt es hier die Remote Controls, also die Fernsteuerung, die Leiste für die Modulatoren, die man einstellen kann, und dann geht schon mal ins Eingemachte hier, in dieses Display mit diesen vier Punkten. Und diese vier Punkte sind nichts anderes als die visuelle Darstellung in diesem Display, das von einer Millisekunde bis 200 Millisekunden geht. Hier wird 300 angezeigt, aber konfigurierbar sind nur 200 Millisekunden. Und darunter sieht man dann die Parameter für diese Punkte. Und zwar handelt es sich hier bei den zwei weißen Punkten um das Signal vom linken Kanal. Und zwar hat man hier zwei Effektsignale zur Verfügung, die man zeitlich verzögern kann und per Feedback Control dann auch nochmal wiederholen lassen kann. Und dasselbe gilt nochmal für die roten Punkte, die für den rechten Kanal, also zwei Signalwege für den rechten Kanal, die man dann auch in der Zeit verschieben kann und eben auch im Feedback, das heißt in den Wiederholungen, wie oft diese dann mit dieser Zeitverzögerung gespielt werden, konfigurieren kann. Dann als letztes ist noch der Mix Regler drin, der nichts anderes macht, als wenn ich den ganz nach links drehe, habe ich nur das Originalsignal, und je weiter ich das nach rechts drehe, beziehungsweise in der Mitte, habe ich die Mischung zwischen Original und Effektsignal, und ganz rechts habe ich dann nur noch das Effektsignal. Das war's schon mit dem Blur Device eigentlich, aber jetzt weiß man einfach nur das, was man sieht. So, und das Wichtige an diesem Blur Device, das ist so ein bisschen am Anfang verwirrend, weil, wenn ich mal die Hilfe aufrufe, steht hier nämlich Stereo All-Pass Diffusers with Feedback Controls. Im Handbuch steht wenigstens noch was von einem Kammfilter, aber das war es auch schon an Erklärung, was man zu diesem Device findet. Wenn man das einschaltet, hat man erstmal so das Gefühl, okay, wenn es an ist, habe ich plötzlich mehr Stereo. Kann ich hier jetzt mal machen. Ich habe hier das Blur Device einfach mal reingeladen. Ich habe jetzt hier noch gar kein Instrument am Start. Ich nehme jetzt hier mal den Polymer. Na komm. Auch ein bisschen. So. Dann ist hier der Polymer am Start. Das Blur machen wir mal ganz kurz aus. Wenn ich jetzt was spiele hier, beziehungsweise ich habe hier auch noch diesen Clip. Den könnte ich ja mal, der wird geloopt. So, das ist der Originalclip, wenn das Blur nicht an ist. Und ich lasse den Originalclip jetzt nochmal spielen und schalte, während er spielt, das Blur-Device ein. Dann hört man auch gleich, was dieses Blur-Device macht. Beziehungsweise man hört eine Veränderung erstmal so. So, das heißt also, man bekommt erstmal so einen Eindruck, okay, das Ding macht aus einem, nicht unbedingt einem Monosignal, aber ich sag mal so einem normalen Stereosignal einfach noch mehr Stereo draus. Das stimmt auch in dem Fall, aber da muss man so ein bisschen tiefer da einsteigen. Und zwar, dieser Kammfilter-Effekt ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ich eine
eine Tonquelle habe. Das heißt, jemand spielt jetzt einfach so einen Synthesizer direkt vor mir mit so einer Box. Ist jetzt, keine Ahnung, Meter, 2 Meter von mir entfernt. Dann kommt das Signal direkt zu mir in einer theoretischen Welt. Das heißt, ich habe eine Schallwelle, die kommt direkt auf mich zu, auf meine Ohren. Ich höre das und dann habe ich diesen Höreindruck. So höre ich meinen Synthesizer. Also jetzt haben wir in einer theoretischen Welt keine Decken, keine Wände, keine irgendwas. Das heißt, es hallt nichts und ich kriege auch kein Echo von irgendwoher. Da stimmt das alles. In einer realen Welt habe ich jetzt, der Synthesizer steht jetzt halt vor mir. Rechts und links habe ich Wände oder sagen wir einfach mal, ich hätte jetzt einfach nur den Boden. Und das Signal kommt direkt auf mich zu. Das Signal strahlt aber in alle Richtungen ab, eben auch auf den Boden. Das heißt, ein Teil des Signales geht auf den Boden runter, reflektiert da und kommt da an meine Ohren zeitverzögert. Das heißt, ich habe einmal ein Signal, was direkt auf meine Ohren kommt und dann habe ich ein Signal, was zeitverzögert auf meine Ohren kommt. Und wenn wir jetzt mal eine Sinuswelle nehmen, ich könnte mir ja hier einfach nochmal einen Phase 4 reinladen. Der hat ja eine schöne Anzeige von Sinuswellen. Beziehungsweise eine schöne Anzeige generell, wenn ich die jetzt hier anmache. So, diese gelbe ist jetzt zum Beispiel einfach hier so eine Sinuswelle. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dieser Sound von dem Synthesizer ist diese Sinuswelle, der auf mich zukommt. So, und das ist das direkte Signal, was auf mich zukommt. So, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, da gibt es eine Zeitverzögerung, dass jetzt das Echo vom Boden, das vom Boden abgestrahlt worden ist, kommt jetzt zeitverzögert dann auf mich zu. Dann habe ich eine Phasenverschiebung. Das heißt, diese Originalwelle fängt dann nicht mehr hier an, sondern fängt dann vielleicht erst hier an. So, und dann ist die Welle natürlich anders. Und diese beiden Wellen vermischen sich, und das habe ich ja hier bei der Phasenmodulation ja genauso. Wenn ich jetzt die rote und die gelbe Welle zusammen habe, die hier theoretisch rausgehen. Sinus und hier einen Sinus. Hier habe ich unterschiedliche Modulationen drin. Theoretisch sollte ich jetzt hier einfach das, achso, ich sollte vielleicht noch die gleiche Oktave einstellen. So, und dann habe ich hier so einen Sinus. Der wird jetzt nur hier kleiner, weil das Sustain-Signal hier auch kleiner wird. Ich mache hier mal den Inspektor weg, dann ist das alles so ein bisschen größer. So, das heißt, ich habe einmal dieses direkte Signal und dann habe ich das zeitverzögerte Signal. So, und wenn das zeitverzögerte Signal jetzt einfach noch später kommt, ich verschiebe das jetzt einfach mal so, dann sehe ich, wie die Welle hier auf der rechten Seite sich verändert. Das heißt, ich habe Auslöschung. Weißt du, diese ganz klassische. Jetzt habe ich 180 Grad circa. Das heißt, wenn diese beiden Wellen aufeinander kommen, mit einer Zeitverzögerung, habe ich einfach Stille. So, und wenn ich die Phase jetzt wieder Richtung zurückdrehe, dann ist diese Welle, wenn ich sie wieder auf Null habe, die Phase, wieder gleich. So, jetzt habe ich in einer normalen, realen Welt ja nicht nur Sinustöne, sondern verschiedene Töne. Das heißt, ich habe hier Wellen, ich habe hier eine Wellenform, sieht total unterschiedlich aus. Ich könnte jetzt hier irgendwie das hier so ganz wild durchmodellieren und hier unten dann auch noch wild durchmodellieren, dass ich hier, also hätte ich jetzt hier die gleichen Wellen, hätte ich jetzt halt, die müssten jetzt gleich aussehen, tun sie jetzt in dem Fall nicht, hätte ich das, die Geschichte, dass die untere Welle quasi zeitversetzt mit der oberen Welle, also eine Zeitkopie, auf meine Ohren trifft. Und das kommt dann zu Frequenzverstärkung wie Frequenzauslöschung oder Verminderung.
Und das ist dieser Kammfilter-Effekt, dass ich so eine gewisse Arithmetik, kann man sagen, habe, wo mir Frequenzen ausgelöscht werden und auch wieder addiert werden, sodass eben ein ganz typischer Kammfilter-Effekt-Sound entsteht. Und das kann ich mit diesem Blur-Device, kann ich das nachahmen. Also hier kann ich halt wirklich sagen, wenn ich das Blur-Device zum Beispiel alle Kanäle hier unten auf eine Millisekunde einstelle, dann habe ich hier zwischen Originalsignal und Mixsignal eine Millisekunde Verzögerung. Das höre ich im Normalfall nicht wirklich oder kaum, nur wenn ich das so direkt hin und her switche. Ich kann das hier ja mal machen. Und jetzt nehmen wir hier mal alles zurück, auch das Feedback, dass da nichts wiederholt wird. So. Also wenn man sich einbildet, hört man da was. So, und jetzt habe ich ja bei diesem Blur-Device die Möglichkeit, für den linken Kanal zwei verschiedene Echos einzustellen und für den rechten Kanal zwei verschiedene Echos einzustellen und die da dann auch noch entsprechend mit einem Feedback wiederholen zu lassen. Ich habe jetzt hier mal einen Sound konfiguriert, der relativ kurz ist und hier das Blur-Device auch schon mal eingestellt. Ich kann das jetzt hier auch noch mal komplett zurücknehmen. Ganz runter alles. So, damit man das einfach ein bisschen besser versteht. Ich werde auch in der Beschreibung von dem Video packe ich noch zwei, drei weitere Videos mit dazu, die den Kammfilter noch ein bisschen ausführlicher auch erklären mit ein paar Bildern dazu, damit man das besser verstehen kann. Aber wichtig ist halt einfach, ich habe hier ein Originalsignal, das hier reinkommt. Und jetzt gehe ich hier mal auf 50%. Und ich packe jetzt mal alles auf links, damit ich nur hier die linke Seite höre. Und gehe zum Beispiel hin und sage, verzöger mir eine Kopie des Signals um 200 Millisekunden. Das heißt, ich höre das Originalsignal und dann die verzögerte Kopie. So, ich höre hier zwei Signale, weil ich hier auch zwei Kopien habe. So, machen wir das wieder auf normal Stereo. So, das heißt, ich habe hier wieder die 50%. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, die eine Kopie des Signals mache ich jetzt auf ein Feedback hier rein. Dann habe ich so ein ganz typisches Delay. Und bei dem zweiten könnte ich zum Beispiel sagen, das packe ich jetzt hier auf 100 Millisekunden und habe hier jetzt auch wieder entsprechende Signale mit dabei. Und vielleicht wichtig zu wissen an der Stelle auch noch, also man kann hier schöne Rhythmiken zwischen rechts und links halt auch machen, in diesem ganz kurzen Bereich 1 Millisekunde bis 200 Millisekunden. Und der Bereich 1 Millisekunde bis, ich glaube, 30 Millisekunden ist der sogenannte Haas-Effekt, wenn man die Signalkopien verzögert. Das heißt, vom Original Signal dann eben 1 bis 30 Millisekunden eine Signalkopie verzögert, hat man diesen Stereo-Effekt. Das müsste jetzt auch so einer sein. So, hier habe ich ja eingestellt bis 27 Millisekunden. Und sobald es über 30 geht, das kommt dann auch auf das entsprechende Instrument an, ob das jetzt Percussion ist, also schnelle Plugs oder ob das Flächen sind, hört man es früher oder später, dass es nicht mehr dasselbe Signal nur als Stereo ist, sondern dass es unterschiedliche Signale sind. Hier hört man das zum Beispiel schon durch das Delay.
So, also wichtig bei dem Blur-Device ist halt, es ist ein Delay-Device. Einen Diffuser kann man es nennen. Ich finde aber den Begriff Diffuser so ein bisschen irreführend. Und man muss auch wissen, man hat das Originalsignal und dann pro Kanal zwei Signalkopien. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich den Regler hier auf 50% habe, habe ich fünf Signale, die ich höre. Einmal das Original und dann die zeitversetzten jeweils zwei linken Kopien und zwei rechten Kopien von dem Originalsound, der hier durchgeht, inklusive dann dem Feedback. Also, wie stark dieses Signal dann quasi wieder hinzugefügt wird, beziehungsweise mit wie viel Prozent das Signal dann wieder reinkommt. Und wenn es dann einmal wieder durchgelaufen ist, wird es halt zum Beispiel in dem Fall dann nur noch mit 73% der Lautstärke wiedergegeben. Und wenn es mit dieser verminderten Lautstärke dann wieder durch ist, dann wird es wieder nur die verminderte Lautstärke mit 73% und so weiter, bis es halt immer weiter abflacht, wiedergegeben. Das heißt, ein interessantes Device, gerade wenn man sich den Haaseffekt zunutze machen möchte und einfach ein Instrument oder ein Sound etwas mehr Volumen geben möchte, kann man das hier wunderbar machen. Und man kann natürlich auch diese Kanäle nehmen, um dann auch bestimmte Mini-Rhythmiken daraus zu bauen. Gucken, was ich hier noch gebaut habe. Also man kann da richtig schön noch einen räumlichen Sound da erzeugen. Aber den hier mal auf. Beziehungsweise so eine Raumcharakteristik nachbilden und eben diesen sogenannten Kammfilter-Effekt sich zunutze machen. Und ja, das war schon mit dem Video, mit dem Blur-Device, das so am Anfang so ein bisschen schwer zu verstehen ist, aber wenn man einfach mal versteht, mit wie vielen Signalen man es da zu tun hat und welcher Effekt dafür zuständig ist und was der eigentlich macht. Und da empfehle ich euch, guckt euch die verlinkten Videos dann auch nochmal an, dann versteht man das Blur-Device sehr schnell und es ist wesentlich einfacher, als wenn man nur das Handbuch oder die Hilfe dazu hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, schreibt Kommentare, ihr wisst so die ganze Litanei an verschiedenen Geschichten. Wenn ihr mir helfen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Dann, wie gesagt, lasst auch Kommentare da, was ihr damit gemacht habt oder erzählt mir von euren Projekten, die ihr macht. Es gibt ja hier auch auf YouTube die sogenannte Diskussions- oder Community-Seite früher. Da schreibe ich auch mal ein bisschen was rein. Wenn ihr so allgemeinere Sachen habt, schreibt dort was rein. Da kann man auch diskutieren über verschiedene Themen. Ist so quasi wie so ein einfaches Forum. Und ja, dann würde ich mich freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.